Zum Thema natürliche Zahlen. Eine natürliche Zahl ist eine Zahl, die nur mit Ziffern geschrieben wird. Dieser Buchstabe N bezeichnet die Menge aller natürlichen Zahlen. Per Hand schreibt man die Menge N so. Die Menge N enthält also die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind die 10 ersten natürlichen Zahlen, die gleichzeitig die 10 arabischen Ziffern sind. Danach kommt die 10. 10 ist eine natürliche Zahl, aber 10 ist keine Ziffer. Diese natürliche Zahl wird mit den zwei Ziffern 1 und 0 geschrieben und so weiter. Hier sind viele natürliche Zahlen, unter denen sich 10 ganz besondere befinden, und zwar die arabischen Ziffern. Das hier kennzeichnet die Menge der arabischen Ziffern. Ich habe diese Menge AZ genannt, wie arabische Ziffern. Die Zahl 0 befindet sich innerhalb dieser Menge, weil die Zahl 0 eine arabische Ziffer ist. Dasselbe für die Zahl 1, auch für die Zahl 2, die Zahl 3, 4, die 5, 6, 7, 8 und 9. Das sind sie, die 10 arabischen Ziffern. Aber gleichzeitig sind diese 10 Ziffern auch natürliche Zahlen. Also befinden diese 10 Ziffern sich automatisch auch in der Menge N. Die Menge AZ enthält also lauter Elemente, die sich ebenfalls in der Menge N befinden. Wir sagen, AZ ist also eine Teilmenge von der Menge N. Und da schreibt man so. Wir lesen, die Menge AZ ist Teilmenge von der Menge N. Hier sind noch ein paar natürliche Zahlen, die aber keine arabische Ziffern mehr sind. Zum Beispiel diese 46. Das ist eine natürliche Zahl, es ist aber keine Ziffer, sondern diese Zahl besteht aus den zwei Ziffern 4 und 6. 178 ist auch eine natürliche Zahl, aber keine Ziffer. Dasselbe für 23, dasselbe für 25.264, dasselbe für 500 und auch für 10. Diese Menge der arabischen Ziffern enthält genau 10 Elemente. Die Menge N enthält aber unendlich viele Elemente.